Hallo, ihr verrückten Plastikschmelzer. Vor ein paar Wochen war der Wolfgang von Caribou ja bei mir auf dem Stammtisch und hat da eigentlich schon seinen kleinen neuen eigenen Drucker vorgestellt. Allerdings kam an diesem Tag alles etwas anders, als er sich das bestimmt gedacht hatte, weil das Gerät war eigentlich schon so weit, dass man es hätte vorstellen können oder dass er es vorstellen wollte. Aber auf dem Stammtisch sind nochmal einige neue Ideen dazugekommen und der wurde nochmal komplett überworfen. Wenn ich Bilder noch vom Stammtisch finde, wie er vorher aussah, dann blende ich jetzt die hier noch ein. Wenn nicht, dann seht ihr jetzt aber mal einen kleinen kurzen Sneak Peek, wie das Ding eventuell demnächst aussieht, beziehungsweise er ist schon fast fertig, Kleinigkeiten werden noch geändert, aber das hier ist die Vorstellung vom neuen Gemini von Caribou. Viel Spaß. So, dann sage ich mal hallo, ich habe hier den Wolfgang von Caribou. Vor 6 Wochen ungefähr noch bei mir auf dem Stammtisch gewesen, genau. Sehr geil. Du hast dieses Gerät mehr oder weniger schon dabei, wobei das nicht dieses Gerät ist, genau. Weil... das, was du dir ausgedacht hast, ist auf einmal noch mal ganz was anderes geworden. Was kannst du uns zu der Neuentwicklung erzählen? Genau, also es war das zweite Mal, dass ich auf dem Stammtisch war und es war wieder total klasse. Viele gute Gespräche, viel gutes Feedback. Ja. Und daraufhin wurde der Drucker halt noch mal ein bisschen redesigned. Okay. Im Wesentlichen. Du warst schon so kurz vor, ich bringe ihn raus. Genau. Ja. Okay. So, ich hatte mit einigen Leuten halt sehr gute Gespräche da und gute Ideen sind dann nochmal gekommen, sodass der Drucker halt jetzt nochmal ein bisschen geändert worden ist, dass die Z-Motoren sind nach innen gewandert. Er hat einen Z-Endstop bekommen und er hat ein neues Board bekommen. Und das war eigentlich die größte Herausforderung, dieses Board zum Funktionieren zu bringen. Also es ist jetzt ein 64-Bit Mellowfly Gemini Board. Mhm. Deshalb dann auch der Name Caribou Gemini? Genau, das ist ein kleines Wortspiel. Also das M ist halt groß für ein Mini. Ja. Weil Gemini würde anders, das würde mit großem G und kleinem M geschrieben. Okay. So, das ist ein 64-Bit-Board, wo der Raspberry Pi direkt mit auf einer Platine integriert ist, sodass es sehr leicht ist, Clipper drauf laufen zu lassen. Mhm. Okay. So, die Herausforderung war, das Ganze zum Laufen bringen, weil das über diverse Bussysteme eben mit den CMCs, mit dem Display, mit dem Extension Board hier oben kommuniziert. Und das, die Dokumentation ist suboptimal oder sehr kurz gehalten, wie auch immer man möchte, so und das ans Laufen zu bringen. Das hat jetzt hier ein Extension Board bekommen, wo die gesamte Elektronik von hier oben eingebaut ist. Und hier läuft nur ein vieradriges Kabel mit CAN-Bus runter. Also sind zwei Stromkabel plus zwei Signalkabel. Super. Und nicht wie beim normalen Drucker, so eine dicke Wurst, die da hinten rauskommt. Wo alle möglichen Kabel für Lüfter, für... Das hatte ich schon mal. Ich hatte noch einen Dual-Extruder konstruiert. So, dann hätte man 34 Kabel, was sehr unhandlich ist. Und da hatte ich dann von Duet schon diese Extension Boards verwendet mit CAN-Bus. Okay. Das heißt, man hat wirklich auch da, selbst wenn man zwei Extruder hat, nur 4 Kabel, die rauslaufen. Der hat das neue Fetus XG Hotend bekommen. Mhm. Das wiegt 40 Gramm. Hat induktive Heizung, heizt innerhalb von einer Minute von 0 auf 295 Grad auf. Okay. Wiegt 40 Gramm. Der LGX Lite wiegt 130 Gramm. So ein paar Plastikteile, ein paar Fans, liegst du so plus minus 10 Gramm bei 200 Gramm. Okay. Für den Extruder. Das heißt, der ist sehr leicht, kann leicht beschleunigt werden und auch mit hoher Geschwindigkeit dann fahren. Was dann auch wieder die Möglichkeiten von Clipper ausnutzt. Der hat zwei Accelerometer, eins hier hinten drauf. Eins für X und eins für Y. Eins ist permanent unter Y angebaut. Okay. Das heißt, man kann die Beschleunigungswerte ganz gut bestimmen. Und also laut den Zahlen liefert der also unfassbare Daten für so einen Wettschubser. Also auf Y hatten wir laut Input Shaper 18.000 Beschleunigung und auf X 22.000. Okay, hier fährt er jetzt natürlich gerade langsam für die Messe, Demo-Modus und so weiter. Soll auch nichts kaputt gehen. Also der Pinder ist auch schon abgerissen, deswegen. Weil es zu schnell war. Weil wir das zu schnell hatten und der am Druckteil hängen geblieben ist. Okay. Was haben wir nachher für Außenmaße und was ist der Druckraum von dem Gerät? Also Druckraum, das Druckbett ist 18x18. Ja. In der Prototyp-Version hat er noch 20 cm, der wird also noch 2 cm kürzer werden. So, das werden etwas über 30, 32 cm sein. Das Bett fährt nicht aus dem Raum raus, was dann eben auch dazu führt, dass man hier zum Beispiel eine Scheibe anbringen kann. Man kann hinten eine Scheibe anbringen, kann damit sehr leicht umhausen. Okay.
Und der wird dann auch schon, also der wird als Kit verkauft oder als fertiger Drucker? Sowohl als Kit als auch als zusammengebauter Drucker. Okay, und dann aber auch gleich mit Einhausung oder ist das eine Option? Das wird eine Option sein, genau. Eine Option, die wir dazu kriegen. Okay. Ja, super. Ich hoffe, man hört und sieht noch mehr von dem Gerät. Wie gesagt, vor 6 Wochen haben wir noch im Stammtisch schon gesehen. Da sah er noch ein bisschen anders aus. Jetzt hat sich noch mal ein kleines bisschen was dran getan. Kleinigkeiten hast du mir gerade gesagt, wollte noch ändern, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt schon fast das Genau, also jetzt geht es halt darum, die Slicer-Profile halt anzupassen, dann mal zu messen, bei welcher Geschwindigkeit kriegt man halt noch gute Qualität raus. Also ihr möchtet auch schon gleichfertige Slicer-Profile mitliefern? Ja. Ah, okay, cool. Also wir haben jetzt die anderen Caribou-Drucker, den Caribou MK3S, den Caribou Duet und wir haben auch eine MK3S-Clipper-Version. Die sind schon in der neuesten Super-Slicer-Version integriert. Ah, okay. Und beim Prusa-Slicer gibt es auf GitHub schon einen Pull-Request, aber die Bearbeitung, die dauert noch ein bisschen. Okay. Aber dann würden wir auch da integriert sein. Aber das Ziel ist natürlich, gleich ein Slicer-Profil zur Verfügung zu stellen, weil es ist halt schon ein bisschen Arbeit, das rauszufinden, was man so aus dem Drucker halt noch rauskitzeln kann. Und dann eben auch bei guter Qualität eben hohe Geschwindigkeiten zu haben, weil für mich, also ich finde das sub-spannend, einen Teil in höchster Geschwindigkeit zu drucken, was nachher nicht gut aussieht. Nicht gut aussieht. Dann lieber einen Ticken langsamer, exakt. Aber dafür Also das ist mein Ziel. Also das kann ja jeder für sich entscheiden, wie er das handhaben möchte. Super. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich auch. Hoffe, man hört und sieht noch mehr davon und vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, tschüss.